herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neptun Spot. Die Blitzmerker unter euch haben es bestimmt gleich festgestellt, dass die Bildqualität wesentlich besser ist. Denn ich habe mir eine neue Kamera besorgt, die umstrittene Sony ZV-1. Ich werde erstmal in Full HD beginnen und nicht in 4K, weil ansonsten mein Computer gleich explodiert und genauso stirbt wie die Acrobora. Und da sind wir schon beim Thema. Liebe Korallenfreunde, wir haben uns hier versammelt, damit wir uns von der Acrobora Azoleus verabschieden können. Denn ich habe diese Koralle umgebracht, weil ich etwas getan habe, was ihr überhaupt nicht gefallen hat. Die Frage ist aber auch, bin ich wirklich dran schuld und wer könnte es wissen? Fragen wir doch einfach mal Google. Wenn wir bei Google eingeben, dass eine Koralle sehr schnell gestorben ist, innerhalb von kürzester Zeit, sagen wir zwischen 1 bis 2 Tagen, dann wird uns als erstes wahrscheinlich angezeigt RTN. Rapid Tissue Necrosis. Das ist der schnelle Gewebeverfall bei Korallen und dieser trifft vor allen Dingen Acroboren und andere SBS-Arten, weil diese Korallen haben ein sehr geringes lebendes Gewebe im Verhältnis zu ihrem Korallenskelett. LBS sind davon nicht betroffen. Und was heißt eigentlich schneller Gewebeverfall? Es kann wirklich innerhalb von 1-2 Tagen passieren, dass die Koralle komplett stirbt. Und das ist auch bei mir passiert. Und dieser Begriff RTN wurde in den USA geprägt. Dieser ist aber nur eine Beschreibung einer Beobachtung. Es steht keine definierte Krankheit oder keine definierten Bakterien dahinter, sondern das ist eben nur ein sehr, sehr schlimmer Vorfall für uns als Aquarianer. Aber bevor ich jetzt erzähle, was genau passiert ist, möchte ich euch erzählen, wie ich aus solchen Situationen und schlechten Vorfällen lernen kann, denn das ist für uns wirklich das Wichtigste und das ist auch verdammt nicht einfach, weil es so viele verschiedene Gründe geben kann, warum irgendetwas in unseren Becken passiert. Also schauen wir uns mal meinen konkreten Fall an. Der erste Punkt ist, dass dieser Vorfall nur bei dieser Acrobora Azoleus aufgetreten ist. Zweitens, seit Monaten ist diese Koralle im Becken und bis auf eine kleine Basalscheibe ist sie nie gewachsen und ich konnte überhaupt gar keine Entwicklung sehen. Drittens, sie sah von der Färbung immer ganz gut aus, hatte zwischendurch auch die Polypen draußen gehabt, aber in der letzten Zeit ist die Farbe irgendwie doch weniger geworden und das Korallengewebe, das hat sich so richtig an das Korallenskelett angelegt und ist dünner geworden. Sie sah nicht mehr so fit aus, hat aber immer noch gelebt. Viertens, Wimpertierchen werden ganz häufig als Ursache von RTN genannt, aber da gehen die Meinungen auseinander und man streitet sich darüber. Man weiß nämlich nicht genau, ob vielleicht die Korallen einfach nur schwach sind, diese dann stirbt und es diese Wimpertierchen ganz einfach haben, diese Koralle quasi zu übernehmen. Daher sage ich lieber nichts weiter dazu. Der nächste Punkt ist, diese Acrobora habe ich dann aus meinem Becken genommen und genau auf die gleiche Stelle eine Acrobora Spatulata gesetzt und ohne diese Stelle vorher zu reinigen. Also wenn es Bakterien gewesen wären, dann müsste eigentlich auch meine Acrobora Spatulata jetzt richtig Probleme bekommen. Aber der Gegenteil ist der Fall, denn sie wächst richtig gut. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum meine Koralle gestorben ist. Vom 7.01.2021 auf den 8.01.2021 ist mein KH-Wert um 0,7 gefallen, von
8,1 kH auf 7,4 kH. Und das war letztendlich der Todesstoß für die Koralle. Ich habe schon ab und zu mal so einen KH-Absturz gehabt und deswegen sterben auch nicht gleich die ganzen Akroboren. Und bei den Akroboren wieder gibt es welche, die empfindlicher sind und welche nicht so empfindlich sind. Aber das ursächliche Problem war einfach, dass die Koralle schon seit Monaten nicht gewachsen ist, sie einfach wahrscheinlich schon gekämpft hat, ohne dass man äußerlich große Probleme gesehen hätte, und dann ist sie eben durch den KH-Sturz gestorben. Aber das Problem ist eben, dass man jetzt vielleicht sieht, oh mein Gott, der KH ist abgefallen und deswegen ist die Koralle gestorben. Nein, das ist nicht immer das Problem. Wir müssen uns wirklich immer genau alles angucken. Mit dem Video möchte ich euch eine kleine Anregung geben, dass die Meerwasseraquaristik sehr komplex ist und jedes Becken auch ein wenig seine eigene Biologie hat und man weiß immer nicht 100% genau, woran es gelegen hat, dass es ein Problem gibt. Mit der Akrobora weiß ich jetzt auch nicht, was eigentlich das Problem ist. Ja, sie ist gestorben wegen dem KH-Abfall, aber mehr auch nicht. Es waren einfach die Lebensbedingungen, die nicht optimal waren. Und das müssen wir uns eben so ein versuchen, vor die Augen zu halten und immer zu überlegen, woran hat es gelegen, denn sonst lernen wir nicht so viel in der Meerwasseraquaristik. Aber wie kann man nun so etwas verhindern? Soll ich jetzt eine ICB-Analyse machen und die Spurenelemente anpassen oder lieber Aminosäuren zugeben oder andere Stoffe, die vielleicht ein Bakterienwachstum oder Cyanobakterienblüten verhindern? Das ist immer so kompliziert und was soll man denn am besten tun? Und da kann ich nur sagen, meistens gehen wir schon viel zu weit, denn wir müssen unsere Grundlagen beherrschen. Und das sind einfach stabile Wasserwerte. Der Rest ist alles, sag ich mal, auf einen anderen Level und das ist wirklich sehr gut, wenn wir das erreichen. Aber ich bin der Meinung, dass die meisten Probleme dadurch entstehen, dass man keine stabilen und korrekten Wasserwerte hat. Und dazu machen wir einfach regelmäßig einen Wasserwechsel, tun täglich den KH messen und auch häufig das Calcium und dann ist man schon auf der sicheren Seite. Die ganzen anderen Sachen, die einem verkauft werden und vorgeschlagen werden, die mögen die ein oder andere Verbesserung schon bringen, aber das hilft nichts, wenn ihr eure Grundlagen nicht beherrscht. Ja, das war's von heute und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin sage ich ciao.